Was ist eigentlich, wenn man alle Weihnachtskalendertürchen mit einem Mal schon vorzeitig öffnet? In der Hoffnung, dass das Weihnachtsfest schon früher beginnt. Heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Was ist, wenn der Osterhase plötzlich Ostern verschläft? Was? Alle Leute warten schon? Ja. Aber ich muss doch noch so viel vorbereiten. Das schaffe ich doch gar nicht mehr. Was ist eigentlich, wenn ein Zwerg gerne groß wäre? Ich bin der Zwerg gerne groß. Geh euch nur bis zum Schoß. Aber bitte merkt euch bloß, ich wäre so gerne groß. Und was ist eigentlich, wenn ein Riese gerne klein wäre? Was ist dann? Es ist Weihnachtszeit. Weihnachten? Ist das auch schon wieder so weit? Ja. Was ist, wenn die Hexe das Weihnachtsfest ausfallen lassen will? Denn die Hexe hasst Weihnachten. Ich kann es nicht mehr hören. Weihnachten. Ihr könnt euch ruhig beschweren. Weihnachten. Glaub mich nicht zu betören. Ich will das Fest, ich will das Fest, ich will das Weihnachtsfest zerstören, oh ja! Aber wie will die Hexe das Weihnachtsfest verhindern? Die Hexe will dem Weihnachtsmann den Bart abrasieren. Dazu brauche ich nur einen Schlaftrunk, sodass der Weihnachtsmann nichts merkt, ein Rasierpinsel, Rasierschaum und ein Rasiermesser. Ich schau! Oh nein, das müssen wir verhindern. Hau! Da müssen wir was unternehmen! Ja, aber was? Wie wollen Olaf und Jörn die Hexe stoppen? Ich hab's! Sie haben eine Idee! Jetzt hab ich's! Aber was für eine Idee? Tja, das müsst ihr dann wohl selber herausfinden. Und wie? Ganz einfach, besucht eine unserer Vorstellungen von Wer freut sich auf den Weihnachtsmann? Präsentiert vom Musiktheater Nobelpopel und der Tanzbeat Berlin. Das wird spannend und wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis dann.